Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze. Herzlich willkommen, wenn du im Sonnen- oder Mondzeichen deiner Venus oder dem Aszendenten das Sternzeichen des Schützen trägst. Wir schauen rein in die Oktoberbotschaften und ich gehe gleich rein mit dem Moonology, Mondorakeldeck und mit dem Seelenreisetarot in das keltische Kreuz. Im Anschluss an dieses Video geht's noch tiefer rein in die Bereiche Liebe, Finanzen, Beruf, Privat, alles, was sich so zeigt. Und diese Erweiterung kannst du sehen, wenn du Mitglied bist, hier auf YouTube in der zweiten Stufe, die sich einfach nur Soulmate nennt. Und du findest in der Videobeschreibung auch den Link, um in den Mitgliederbereich zu gelangen, genauso wie alle Links zu den Kartendecks dort hinterlegt sind für dich. Einfach auf die Überschrift des Videos klicken. So, lieber Schütze, wir gucken rein. Welche Mondbotschaft kommt für dich im Oktober? Was ist wichtig für das Seelenkollektiv der Schützen hier auf meinem Kanal? Was kommt? Die Kommunikation als Schlüssel, lieber Schütze. Und schau mal die unterliegende Energie. Das Glück ist auf deiner Seite. Wir haben absolute Neumondenergie. Wir haben hier den Neumond im Schützen und hier den Neumond in den Zwillingen. Und das bedeutet, es sieht ganz danach aus, ihr Lieben, als würde es hier wirklich eine neue Etappe geben. Und um diese Etappe, um vielleicht auch das Glück jetzt zu aktivieren, ist deine Kommunikation wichtig. Es kann sogar sein, dass, wenn du deine Worte richtig wählst oder jetzt auch wirklich mutig bist und kommunizierst, dass du hier einfach einen glücklichen Neuanfang hast, wirklich einen glücklichen Start hast, irgendetwas Neues beginnst, ein Projekt vollziehst, vollendest vielleicht sogar. Und schau mal für dich hin, wie sieht es bislang mit deiner Kommunikation aus? Wo sagst du, ja, da könnte ich mir hier noch ein Upgrade erlauben in der Tat. Da ist gerade vielleicht mein Halschakra ein bisschen blockiert, fällt mir ein bisschen schwierig. Erfolgreich wird es wirklich, wenn, ja, das ist dieser Neubeginn einfach, der jetzt kommt, eine neue kommunikative Phase, vielleicht mit einer Person oder aber auch, wie gesagt, mit einem Projekt. Hier kannst du wirklich mal schauen, inwieweit hast du in der Vergangenheit mit jemandem gesprochen? Wie hast du dich nach außen dargestellt? Also hier ist irgendetwas in Vorbereitung. Und pass wirklich auf, dass du dich regelmäßig erdest. Das ist jetzt auch noch mal ganz wichtig. Sprich aus dem Herzen, sei nicht nur im Kopf unterwegs. Schau auch wirklich mal, es kann sogar sein, dass sich hier durch die Kommunikation und auch das Glück, was auf deiner Seite ist, in der Tat auch eine neue Beziehung oder ein Beziehungsupgrade zeigt. Und wenn du das Video heute siehst, wenn ich es quasi hochlade, heute ist der magische Mittwoch, der 2. Oktober, dann befinden wir uns ja ebenfalls in der Neumondphase. Guck mal, da kommt die dritte Neumondenergie für dich jetzt mit ins Feld. Neumond in der Waage. Hier geht ja auch vieles gerade in das Upgrade auf Beziehungsebene. Okay, wir schauen mal rein mit den Tarotkarten und gucken mal, welche weiteren Impulse möchten sich hier für den Oktober für dich zeigen. Die Grundsituation, Grundenergie, womit startet Schütze in den Oktober? Ja, Gedankenwusel. Das ist dann natürlich auch die Kommunikation zu dir. Irgendwo hängt da noch ein bisschen was fest und daran hältst du auch ein bisschen fest. Was ist hier wichtig? Aus welcher Energie kommst du denn? Aus welcher Energie kommst du denn? Zwei Karten möchte ich nicht, aber irgendwo sehe ich schon aus einer gewissen stagnierenden Phase. Irgendwie tat sich da nicht so viel. Hier haben wir auch wieder den Mangel. Aber mir reicht eine Botschaft. Was ist die Hauptenergie, aus der Schütze jetzt austritt? Die Vergangenheit. Also, es kann sein, dass du hier entweder eine Person getroffen hast, die wieder in dein Leben gekommen ist, oder generell du sehr, sehr, sehr vertieft bist in Beziehungen, in Partnerschaften und in die Vergangenheit, dass du sehr, sehr, sehr viel gerade reflektierst und dies könnte einfach so ein ja, Wirrwarr in deinem Kopf auslösen. Das heißt, vielleicht sind dir Strukturen bewusst geworden, alte Glaubenssätze, Wiederholungen, ein Verhalten, von dem du dich jetzt hier wirklich lösen darfst. Was ist dazu wichtig zu wissen auf bewusster Ebene?
Das heißt Gedankenfeld. Damit befasst du dich. Guck mal, hier geht der Neuanfang schon los. Das heißt, diese Abenteuerlust, die Entdeckerreise mit dem Ritter der Stäbe. Es könnte in der Tat auch ein Feuerzeichen sein, was dich hier gerade gedankentechnisch beschäftigt. Vielleicht scannst du gerade jemanden ab, guckst gerade nochmal, könntest du dir das vorstellen oder eher nicht. Was haben wir denn hier auf emotionaler Ebene? Da haben wir auch den Neuanfang, das Ass der Kelche. Also, es ist gut möglich, dass du wirklich schon mit der Energie von Neuanfang jetzt in den Oktober rein startest, aber dennoch hält dich ja irgendetwas ab. Irgendwelche alten Muster, die es jetzt einfach heißt zu durchtrennen. Achte auf die Kommunikation. Wie kommunizierst du mit dir? Wie kommunizierst du mit anderen? Hier mit dem Ass der Kelche ist das quasi eine Chance, die dir gereicht wird, erst einmal in die Heilung zu gehen, aber für viele von euch natürlich auch die Möglichkeit, ein Upgrade in eine bestehende Verbindung zu bringen oder jemanden, einen Seelengefährten jetzt wirklich anzuziehen. Denn das Glück ist auf deiner Seite. Was ist deine größte Herausforderung? Die größte Herausforderung im Oktober. Die größte Herausforderung ist genau dieser Perspektivwechsel. Die größte Herausforderung ist vielleicht auch ein gewisses langsames Tempo. Der Gehängte ist natürlich jetzt nicht der schnellste. Eine Lösung zu finden, eine Antwort, eine Aha-Situation. Und in diesem Stillstand, das habe ich dir ja eben schon gesagt, es sieht mir aus, als würdest du auch aus einer zum Teil stagnierenden Situation gerade mal in diesen Monat kommen. Und dann, es ist vielleicht für dich gerade die Herausforderung, dass du dich hier gefangen fühlst in deinen eigenen Gedanken, dass du feststeckst in limitierenden Glaubenssätzen und da wieder in die Kraft zu kommen, dein Licht zu erkennen, aus diesem Gedankenwusel auszutreten, in die Klarheit zu kommen, ist so ein bisschen hier die Herausforderung für dich. Und alles beginnt mit der Kommunikation. Was denkst du? Pull deine Gedanken wirklich neu um. Dann schauen wir mal in die Tendenz von Mitte Monat, also die Tendenz der Entwicklung. Wo geht denn die Reise für die Schützen hin? Und hier heißt es, du lernst für dich aufzustehen, für dich einzustehen. Guck mal, du nimmst dir hier Zeiten für dich. Du wirst hier auch deinen Wert nochmal leer. Du bist so verbunden mit dir. Vielleicht hast du auch ganz viel zu geben und darfst aber auch da eine Grenze ziehen. Eine Grenze ziehen und wirklich erkennen, okay, wo opferst du dich zum Teil vielleicht sogar auch für andere immer und immer wieder auf. Hier haben wir natürlich auch die sieben Stäbe. Das ist immer so ein äußerer Konflikt. Wir gucken gleich, welche äußeren Einflüsse hier kommen. So, und dieser Konflikt, und da nutze wirklich, denk daran, dass die Kommunikation, wie du kommunizierst oder eine neue Kommunikation dein Schlüssel ist. Es kann jetzt sein, dass du lernen darfst, dich ein bisschen zurückzunehmen, erstmal zuzuhören, aber dann natürlich für deinen Wert einzustehen und aufzustehen, dich also nicht klein machen. Nun haben wir aber mit der Königin der Münzen die Energie auch des, hey, okay, ich bin erstmal ein bisschen zurückhaltend und Apollo stimmt mir hier gerade überein, das müsstest du hören, mein Seelenkater. Das heißt, wirklich erstmal so ein bisschen passiv bleiben, wenn hier die Widerstände sind, ja? Lass dich mal hängen, erlaube mal das Chaos im Außen und die Widerstände, aber versuch wirklich mal ruhig zu bleiben. In welcher Hauptenergie schwingst du? Was ist dein Energiefeld, in dem du dich umgibst im Oktober? Was in deiner Aura schwingt? Da schwingt sehr viel und vor allen Dingen ja Romantik. Einladungen, flirty mit dem Wunsch nach wirklich Ankommen, Partnerschaft, Erfüllung. Was ist die Hauptenergie? Eine Botschaft reicht mir hier in der Tat. Hauptenergie von Schütze. Hauptenergie vom Seelenkollektiv der Schützen. Und ich bin jetzt schon gespannt, was sich hier gleich zeigen wird. Guck mal, zweimal große Lebensthemen. Der Narr zeigt einen Neuanfang an. Die Hohepriesterin zeigt einfach, ja, du lauscht,
du aktivierst hier wirklich nochmal eine andere Energie, vielleicht auch in deiner Art und Weise, wie du etwas wahrnimmst. So, und hier haben wir die Hauptenergie. Alles andere schwingt mit. Die Hauptenergie ist, du bist schon bereit, unterschwingend, ja. Das heißt, auf einer Ebene bist du wirklich bereit, hier dich selbst zu feiern, in den Aufstiegsprozess zu kommen. Du erkennst deinen Wert und dementsprechend bist du natürlich auch gewappnet für die Widerstände im Außen. Ja, du erkennst, wer du bist. Aber dennoch gibt es hier etwas, wo du reflektierst, wo du sagst, oh Mann, warum hat das vielleicht nicht geklappt? Und jetzt dieses Es war umzufinden, könnte auch hier deine Herausforderung noch zusätzlich sein. Bleib hier wirklich entspannt und schau hin, nicht alles ist doch zerbrochen. Es gab doch auch Gewinnsituationen, schöne Momente in deinem Leben. Versuche hier mal aus einer anderen Perspektive gewisse Situationen wahrzunehmen. Das gebe ich dir als Tipp hier mit auf den Weg. Denn mit den 5 Kelchen, ja, ist das natürlich jetzt, ne, dieser Herzschmerz, der ein bisschen da ist, eine gewisse Enttäuschung, die hier mitschwingt, die im Raum einfach ist. Lebe die Emotion, erlaube dir dieses, ja, dieses Fühlen, damit du in die Heilung gehen kannst und dann aber auch wirklich reflektiere in der Herzensenergie, indem du nicht alles nur schwarz und weiß siehst, sondern den Weg dazwischen, der natürlich dann kunterbunt ist. Welche äußeren Einflüsse erwarten dich hier? Also was kommt von außen auf dich zu? Ja, Liebe. Liebe, Spiritualität, Heilung. Eine Person könnte das sein, das muss natürlich keine Dame sein, aber es kann jemand sein, der sehr feinfühlig ist, der vielleicht auch wirklich weibliche Züge hat, gerade wenn du, Seelenpartner, jemand, der sehr intuitiv ist, sehr empathisch ist, Menschen oder eine Person, vielleicht eine Mentorin, ein Mentor, der sich jetzt wirklich hier dich an die Hand nimmt, der dich versteht. Das heißt, eine liebevolle und sehr viel eine verständnisvolle Art hat. Das könnte auch sein, dass sich genau das hier supportet, um für dich ein- und aufzustehen, ja? Dass du immer wieder hinschaust, alles klar, hier werde ich erinnert, dass ich meine Qualitäten wahrnehmen darf. Ebenfalls in einer Situation, wo du sagst, die Widerstände, kurz, meine Nase jucken. Die Widerstände sind einfach so riesig, dass dann jemand als Orientierung in deinem Feld ist, woran du dich orientieren darfst, der eine gewisse Ausstrahlung hat. Es kann in der Tat auch ein Mutterthema sein. Vielleicht spielt jetzt das Thema Mama nochmal eine große Rolle, was auch aus der Vergangenheit hochkommen könnte. Muss ja nicht immer eine Partnerschaft sein. Dass du also hier reflektierst und hier ein bisschen Trauer einfach spürst und deshalb hier auch ein paar Widerstände dann hast in dir. Erlaube dir aber die Reise und wirklich hier nicht in Schuld und Scham und Trauer festzustecken. Erkenne also, dass es war um. Ja. Und natürlich mit dem Ass der Kelche auch die Möglichkeit, hier nochmal gewisse Situationen in die Heilung zu bringen und ja, eine Seelenpartnerschaft ebenfalls. Also das, was von außen kommt, ist wirklich schön. Es ist nur die Frage, hey, womit hast du einen Konflikt? Wo versuchst du dich zu wehren? Oder wo ist es jetzt auch wichtig, deinen Standpunkt wirklich einzunehmen in deinem Leben? Was sind deine Wünsche und Ängste? Wünsche und Ängste, guck mal, du wünschst dir vielleicht jemanden an deiner Seite mit Ordnung, Struktur oder generell ein bisschen mehr Struktur in deinem Leben, dass sich hier wirklich etwas auflöst. Und gleichzeitig macht es dir vielleicht auch Angst. Angst vor Manipulation, Angst vor unechten Dingen, Angst vielleicht aber auch, dass es alles zu unterkühlt wird, dass du das nicht so ganz schaffst. Generell die Hauptenergie ist der Wunsch nach Stabilität, Sicherheit und Erfolg. Nach jemandem an deiner Seite, wo du dich einfach mal auch anlehnen kannst. Und was ist das große Ziel, ihr Lieben? Das große Ziel, ja, und guck mal, alles, was wichtig ist, fällt einfach in einer Legung nochmal. Und das große Ziel ist entweder ein neues Verliebtigkeitskapitel, es ist eine neue magische Zeit, eine Leichtigkeit, das Glück, was dir jetzt quasi zu Füßen liegt, wo du dich reinfallen lassen darfst,
wo du neue Erfahrungen machen darfst. Ein Kapitel, ja, es ist ein Neubeginn. Also hier startet wirklich etwas in den Kinderschuhen. Lasst uns doch hier genau mal auf den Narren klären, denn wir hatten ja eben schon mit der ganzen Neumondenergie diese ganze, ja, neu beginnende Phase, die hier eintritt, und das unterstützt nochmal der Narr. Eine Herzöffnung ebenfalls. Eine neue Reise, ein neues Kapitel, neues Wissen, vielleicht auch wirklich deine Weiterbildung, ja, dass du hier vielleicht, ja, vielleicht wirklich eine spirituelle Reise für dich entdeckst. Du entdeckst die Medialität in dir oder anderweitig, wo du sagst, boah, das ist ein Thema, das interessiert mich, da gehe ich jetzt einfach mal los und baue mir das Wissen auf, werde noch sicherer, noch stabiler. Ansonsten der Abschluss mit der Vergangenheit, dort ein Kapitel in Frieden abzuschließen. Ich habe aber das Gefühl, das Ziel ist es einfach auch, dass du lernst, hier mit den richtigen Menschen zu kommunizieren und nicht der ganzen Welt zu teilen, was gerade deine nächsten Schritte sind. Du gehst also in einem Urvertrauen los, holst dir auch hier nicht mehr von 500 Leuten die Erlaubnis, sondern du gibst dir deine Erlaubnis. Du kommst hier wirklich auf deine eigene Basis, vertraust dir, vertraust dem Leben und gehst dafür los. Wir gehen jetzt in die Erweiterung und schauen da noch mal genauer rein. Themenbereich Liebe, Finanzen, Beruf, Privat. Ja, wo geht die Reise in der Tat für dich hin? Ich freue mich auf dich, Mitgliederbereich Stufe 2. Bis gleich.